Okay, gucken wir erstmal in die Kamera rein. Ich glaube, die Batterien waren ganz schön runter. XTOSV32YW. Oh, naja. Na, jetzt bin ich ja baff. Jetzt können wir anfangen. XTO hat mich angeschrieben und hat gefragt, können Sie für uns eine Kamera testen und diese auch präsentieren? Ich habe diese Kamera jetzt ungefähr eine Woche hier gelassen mit halbvolle Batterien. Also die Batterien waren fast am Ende. Die Kamera hat richtig geile Aufnahmen gemacht. Die Bildqualität ist fantastisch. Die Tonqualität ist hervorragend. In der Bedienungsanleitung ist Deutsch vorhanden. Je höher die Videoauflösung, desto besser die Videoqualität. Jedoch auch größer die Datei und desto größer die belegte Speicherkartenkapazität. Belegte Datenausgabe. Gibt es auch eine App für, aber benutze ich nicht. Es sind Tipps vorhanden, wie man die Kamera ausrichten kann im Handbuch. Nicht gegen die Sonne und es sind so kleine Beispiele drinne, in welche Richtung man die aufstellen kann, damit die gut aufnimmt. Hier sind zwei Kamera über Kreuz dargestellt. Das ist auch cool. Hängt natürlich ab von den Tieren. Ist schön, also ist wirklich ein schönes Handbuch. Bei der Kamera, jetzt fällt mir Geld aus der Tasche. Bei der Kamera wird eine Speicherkarte mit dazu geliefert mit 64 GB. Es wird der übliche Gurt zugeliefert. Ich glaube, da war noch ein kleiner Kartenadapter dabei für USB, aber ich habe meinen eigenen. Zubehör ist also reichlich vorhanden. Ich wechsle jetzt die Batterien, stelle die nochmal um auf 2,7K und lasse die jetzt nochmal eine Woche hier hängen. Die Aufnahmen in 1080p sind spitze, die zeige ich jetzt, der Rest kommt dann im nächsten Teil. Also das ist ja 130 Aufnahmen, okay. Also das Batteriefach ist furchtbar. Aufgenommen wird in MP4, sehr schön. Zurück bei der XTU. Diese Kamera hatte ich ja noch mal umgestellt. Das, was ich bisher gesehen habe, hat mir gefallen. Was? Nein. Aus. Ist der Schalter wieder andersrum. Hier wurde ein kleiner Kartenslot verbaut. Für Leute, die sehr große Hände haben, sind so eine kleinen Speicherkarten etwas schwierig zu handeln. Und dann kommt noch dazu, hier liegt überall Laub. Jetzt, wenn mir hier so eine Karte runterfällt, ist sie weg. Oh, was ist das hier? Marder? Ah ja, okay. Der sucht hier irgendwas auf dem Baumstamm. Also, mein Fazit zu der XTU. Die Kamera gefällt mir, die zeichnet relativ gut auf, hat aber eine kleine Schwäche. Und zwar benutzt sie eine relativ hohe Shutterzeit. Das bedeutet, die einzelnen Frames in der Videoaufnahme haben eine Belichtungszeit. Das nennt sich Shutter. Wenn die relativ lang ist und sich ein Tier bewegt, sieht es genau während der Bewegung ein kleines bisschen unscharf aus. Wenn es steht, sieht es sehr scharf aus. Das macht man,
wenn man wenig Licht zur Verfügung hat, dann macht man sowas. Es ist eine preiswerte Lösung, um eine gute Qualität hinzubekommen. Wenn es schlecht ausbalanciert ist, sieht es nicht gut aus. Bei der hier geht es einigermaßen. Mir gefällt es, wie sie die Umgebung aufnimmt. Ist wirklich sehr, sehr sauber, sehr scharf wegen der hohen Shutterzeit. Für Wild, was sich langsam bewegt, vor allem für großes Wild, ist es nicht ganz so schlimm. Da sieht man es nicht. Für sehr kleine Tiere, da sieht man es natürlich. Aber wir wollen ja große Tiere aufnehmen. Also im Großen und Ganzen ist diese Kamera richtig gut und deswegen möchte ich die an euch weitergeben. Ihr könnt diese Kamera gewinnen, allerdings nicht wie sonst mit dem Hashtag irgendwas in den Kommentaren, sondern diesmal müsst ihr etwas anderes machen. Ihr müsst mir eine E-Mail schicken, die steht in der Kanalinfo drinne, und mir schreiben, warum ihr diese Kamera haben möchtet. Ich werde dann diesmal nicht auslosen per Glücksrad, sondern ich werde nach Text entscheiden und ich werde diesen Text auch teilanonym veröffentlichen. Das heißt, ich werde den vorlesen oder zeigen als Screenshot, aber ich werde den Namen und die Adresse natürlich ausblenden, damit derjenige im Datenschutz bleibt. So kann jemand, der vielleicht schüchtern ist und es nicht in den Kommentaren schreiben möchte, dass er die Kamera vielleicht gewinnen möchte, mir das per E-Mail mitteilen und mir dann auch sagen, warum er die haben möchte. Die Kamera ist gut, sie ist fast neu. Ich packe noch eine Kleinigkeit von mir selber dazu, so wie ich das immer mache. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr abonnieren drückt. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, ciao. Euer Vari. Dann baue ich die natürlich hier auch ab. Plops. Nein, jetzt bin ich losgegangen und habe die Batterien vergessen. Gut, dann drehe ich das jetzt alles. Nein, die SD-Karten habe ich auch vergessen. Ich muss noch mal zurück. Das ist für Leute, die relativ große Hände haben, ein bisschen schwierig zur Hand haben. Komm mal ein Stück hier runter hier. Ist vielleicht ein bisschen sehr hoch. Ja, die zeichnet relativ gut aus. Also im Grunde Schnitt. Relativ brauchbar, ist auch brauchbar. Zeige ich ja mal unten. Benutzt die eine relativ hohe Shutter-Size.